Hallo liebe Sportparkmitglieder, wir machen heute zusammen eine Übung für unseren Rücken, für die Rückenkräftigung, für den Fall, dass ihr Beschwerden im Rückenbereich habt oder einfach kräftiger werden möchtet. Was ihr dazu braucht, ist aber nicht notwendig, sind zwei Flaschen, so wie diese hier, bei uns erhältlich. So, braucht ihr aber nicht notwendigerweise, ihr dürft die Übung auch erstmal ohne Gewicht bzw. ohne Flaschen machen. Ihr stellt euch ungefähr hüftbreit auf. So, leicht in die Knie gehen, ganz locker lassen, Oberkörper nach vorne lehnen und schön aufrecht. Das heißt, die Brust raus und Bauch anspannen, okay? Super. Wenn ihr sicher steht, dürft ihr eure Arme nach vorne nehmen und zur Seite öffnen. Halten, damit ihr hier richtig Schulterblätter zusammenziehen könnt und wieder lösen. So, öffnen, Brust schön aufmachen. Wichtig ist, dass die Schulterblätter sich zusammen richtig aneinander kleben und lösen. Öffnen. Kurz halten das Ganze und lösen. Wem das zu einfach ist, der darf, wie gesagt, Flaschen dazu nehmen. Am besten volle Flaschen, dass ihr auch ein bisschen Gewicht habt. Dann wieder unsere Grundposition, leicht in die Knie gehen. Brust raus, Bauch anspannen. Die Flaschen vor euch und die Arme zur Seite öffnen, Schulterblätter zusammenziehen, Blick Richtung Boden, kurz halten und wieder lösen. Das Ganze macht ihr zu Hause wieder 12 Wiederholungen, das Ganze dreimal. Wenn ihr während der Übung ein Ziehen im unteren Rücken spürt, dürft ihr kurz eine Zwischenpause machen, dass ihr euch einmal aufrichtet, die Schulter zurückrollt, wieder nach vorne kommt und dann weitermacht. Okay? Super. Wenn ihr Fragen zur Übung habt, meldet euch bei uns und hoffentlich bis bald.